Comics, Comics und noch mehr Comics. Comics, Comics und noch mehr Comics. XXL? Gibt's hier keine kleineren, du verdammter Geek? Ein ziemlich lahmer Superheld, wenn du mich fragst, also lass mal. Das ist Captain Red. Ein Haufen Mystical Wallets of Car-Karten. Eine öffentliche Bekanntmachung zur Sci-Fi-Con am Mittwoch. Immerhin gibt's hier ein paar unterschiedliche. Ich mag Vielfalt. Das ist Charlie, der heutige John Candy. Ich glaube, mehr hat er nicht zu sagen. Und das gefällt mir auch ganz gut. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ein super Zuckerschnecke-Katalog, genau wie der, den der alte Film mal hatte. So leicht wird es sicher nicht, das Ding aufzukriegen. Holy fuck! Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Das kriege ich nicht mit bloßen Händen auf. Passabler Dietrich, aber da fehlt noch was. Denk nach, Randall. Denk nach. Das klappt noch nicht so ganz. Ich glaube, ich brauche etwas Aggressiveres als diesen Hammer, wenn ich die Form des Drahts verändern will. Also, Charlie, ist der Super-Zuckerschnecke-Katalog hier zu verkaufen? Klar, aber hast du die 500.000, um ihn zu kaufen? Im Ernst jetzt? Sieh mich doch an, ich hab Sticker, aber ich hab nicht mal halb so viel. Wie zur Hölle kann das Ding so viel wert sein? Wie wenig du weißt, Randall Hicks. Das ist eines der wenigen übrigen Exemplare von der 72er-Ausgabe, der seltenste und begehrteste von allen Wonder-Comics. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass es dadurch auch der teuerste ist. Warum glaubst du, wird es von so einem anspruchsvollen und futuristischen Sicherheitssystem geschützt? Verstehe. Ein Captain Red Poster. Absolut kein Interesse. Ich glaube nicht, dass mir dafür eine Verwendung einfällt. Klar, schon wenn ich es nur anschaue, würde ich es gern tragen und die Mauer beschützen. Aber so weit geht's dann doch nicht. Valyrischer Stahl. Die legendärste Waffe aller Zeiten. Da geht sogar das Licht an. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich nicht. Das ist das Büro vom Psychiater. Scheint schon zu sein.
Nur ein Trichter. Hochwertiges Rattengift in Flüssigform. Ich glaube nicht, dass Gift Charlies Schwachstelle ist. Gute Idee, aber das muss ich machen, während er nicht hinsieht. Beweismittel mitnehmen. Überall Glasscherben. Die meisten sind Klassiker, aber danke. Nein, ich habe jetzt ein echtes Leben. Ich habe seit ich 23 bin keine Actionfiguren mehr geklaut. Holy fuck! Charlies Strohhalm. Lieber nicht. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Lieber nicht. Lieber nicht. Nee. Ist nicht mehr sehr elastisch. Nein. Nein. Aus dem Glas hat Charlie getrunken, bevor er vergiftet wurde. Nein. Das ist keine gute Idee. Ein Stück Draht vom Entenbügel. Die Fernbedienung. Nee. Jetzt kann ich ihn benutzen. Das muss nicht geklebt werden. Das muss nicht geklebt werden. Geht nicht, Amigo. Der ist... Mein schönes Radio, komplett zerdroschen.
Der rosa Tentakel ist schon ziemlich alt. Würde ich gern mit nach Hause nehmen. Geht aber nicht. Kein Interesse. Die stehen alle zum Verkauf. Die legendäre Super-Zuckerschnecke. Heldin einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich zum Brot einwickeln. Brauche ich nicht. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Bist du verwirrt? Verwundert über diese Situation vielleicht? Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel. Wo du mich finden kannst, das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Ergebenst dein wahrer Verbündeter. Okay. Ein Stück Tesafilm. An Randall Hicks. Ich wühl nicht im Müll rum. Jedenfalls nicht mehr. Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Entschuldigung? Fuck! Was willst du, Kleiner? Ich wollte nur was fragen. Schieß los! Ich warte auf eine Lieferung und hab keine Zeit zu verlieren. Okay, hast du... Weißt du, wie ich ein Sicherheitsschloss aufbrechen kann? Sehe ich so aus, als wenn ich von so etwas Ahnung hätte? Ich will ja jetzt nicht altklug wirken, aber... Hast du mal in den Spiegel geschaut? Sagst du mir gerade ins Gesicht, dass ich wie ein Dieb aussehe? Nein, nein, nein. Würde ich nie. Wobei... Naja, doch. Immerhin bist du ehrlich. Das gefällt mir. Na klar. Ich bin einfach liebenswert. Dünnes Eis, Kleiner. Und was das Schloss angeht, was soll ich sagen? Besorg dir einen guten Dietrich. Wenn's mal so einfach wäre. Tatsächlich ist es das. Ein Dietrich ist kein Space Shuttle. Alles, was du brauchst, sind ein paar Metallstifte in der richtigen Größe und Form. Klingt machbar. Sag ich ja.
Und wenn's dir nichts ausmacht, verzieh dich jetzt. Ich hab zu tun. Na dann, vielen Dank, Herr Dieb. Ey, denk dran. Dünnes Eis. Mein Fehler. Dann bis dann. Das kann ich nicht rumtragen. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Vergiss es. Jetzt nicht.
Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Hast du mir eine Nachricht auf der Straße hinterlassen? Vielleicht. Sehe ich das richtig, dass du sowas wie mein Alfred bist? Was? Sehe ich etwa wie ein Butler aus? Oh, gut. Weil, mal echt, da wäre ich nicht so scharf drauf. Pass auf, wir müssen über etwas Wichtiges reden. Wenn du jetzt wieder mit 2 Stunden Fernsehgewäsch ankommst, kann ich auch gleich wieder gehen. Immer mehr strebt die moderne Wissenschaft nach Mächten, die Göttern vorbehalten sein sollten. Doch jene, die göttliche Gefilde betreten, bemerken oft zu spät, dass der Eintritt nur um den Preis der Zerstörung gewährt wird. Und wir sind fertig für heute. Bis dann. Hey, warte! Sei kein Trottel! Ich versuche nur, dir zu helfen. Okay, du weißt offensichtlich, wie man die Kraft des Rings kontrolliert. Alles klar, kapiert. Aber warum sagst du es nicht einfach? Alles, was du machst, ist rumlabern, ohne zum Punkt zu kommen. Und was kommt dabei rum? Ich verliere meinen Job und mein bester Freund stirbt auf scheußliche Art und Weise. Also, Schluss mit dem Scheiß. Okay, ich versuche, so deutlich wie möglich zu sein. Aber fürs Protokoll, ich tue bloß das, was ein Orakel tun sollte. Ich weise auf Dinge hin, ohne sie eigentlich zu sagen. Mann, du bist doch kein Orakel, okay? Für mich bleibst du immer der betrunkene Penner, der Schwachsinn in der Gasse brüllt. Wie kannst du erwarten, dass ich dich Orakel nenne, ohne loszulachen? Okay, gut. Pass auf. Du scheinst nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie ich den Ring zurückbekommen soll. Und da kommt der Penner ins Spiel. Willst du ihn dir einfach irgendwo rausziehen? Weil wenn ja, will ich das nicht sehen. Ein Orakel redet nur. Es tut nichts. Puh, das ist vielleicht auch besser so. Wie auch immer. Was du suchst, ist momentan außer Reichweite für dich. Klasse. Danke für die Hilfe. Man sieht sich. Zur Hölle, Junge, warte doch mal eine verdammte Sekunde. An diesen Ring zu kommen, ist für dich gerade völlig utopisch. Aber das heißt nicht, dass du ihn nie wiederbekommst. Okay, das klingt doch ganz gut. Ich hoffe nur, du versuchst nicht, mich zu verführen oder sowas. Himmel, Herrgott, ich versuch doch nur, dir zu helfen. Aber langsam habe ich keine Lust mehr, es zu versuchen, weißt du? Tut mir leid, red weiter. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber der Ring wird nächsten Mittwoch ausgestellt. Verstehst du? Ja, das weiß ich. Blöd, dass ich gerade einfach nicht bis Mittwoch komme. Ich schaff's nicht mal bis Dienstag. Aber ich bin sicher, dass du mittlerweile bemerkt hast, dass du die Zukunft verändern kannst. Oder noch besser, die Gegenwart von morgen. Verstanden? Ich war nie ein guter Schüler, aber... Ich glaube, ich kapier's. Du willst andeuten, dass ich's irgendwie hinbiege, die Ausstellung auf morgen statt auf Mittwoch zu legen. Auf die Art kann ich ihn morgen wiederbekommen. Richtig? Siehst du, ist doch gar nicht so schwer, wenn man mal zuhört, oder? Okay, und was kann ich tun, um diese heroische Queste zu einem guten Ende zu bringen? Manchmal kann dir das einfachste, unbedeutendste Ding helfen, die Zukunft neu zu gestalten. Ah, da wären wir wieder mit dem Gelaber. Ich hab schon genug gesagt. Schreib die Zukunft neu. Ich bin nicht deine Scheiß-Komplettlösung, klar? Spiel einfach mal ein bisschen mit. Ich werde mal drüber nachdenken. Allerdings erinnere ich mich schon fast an nichts mehr. Das ist nicht mal ein bisschen. Mach's gut, Kleiner. Wiedersehen, Vogelscheuche. Ich glaube, dich werde ich am meisten vermissen. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Hey, Officer Murray, wie geht's? Kenn ich Sie? Natürlich tun Sie das. Erinnern Sie sich nicht an den Globus-Vorfall? Der Globus-Vorfall? Ja, wir sind dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Fast wie ein Jäger des verlorenen Schatzes. Hm? Klingelt's? Ich fürchte nicht, Sir. Und später, nachdem ich die Leiche von meinem Freund gesehen habe, haben Sie mich nach Hause gefahren. Bitte, Sir. Hören Sie auf, meine Zeit zu verschwenden. Ich bin im Dienst. Schon klar. Dein Freund und Helfer. Genau. Eine Menge Leute werden sich reinschleichen wollen. Es ist Koala Convention. Die Leute sind einfach verrückt nach den kleinen Kerlen. Tja, dann. Ich gehöre sicher nicht zu denen. Bis dann, Murray. Ich werde Sie in dieser neuen Episode meines Lebens vermissen. Ja, sicher.
Ich weiß, dass Murray Hot Dogs liebt, aber so weit gehe ich dann doch nicht. Ich schulde ihm nichts. Mit Murray reden bringt mich nicht weiter. Und die Koala Convention könnte mich auch nicht weniger interessieren. Dann machen wir hier nochmal eine kurze Pause. Bis dann.